Patrick Lange, wir sind hier in Nizza, ein Ort, den du schon kennst, ein Ort, den du wieder kennenlernen willst. Was ist deine Mission jetzt hier? Ja, vor allen Dingen eine bessere Erinnerung schaffen als 2019, als wir es hier das letzte Mal waren und du mir das Mikro unter die Nase gehalten hast. Da ging es mir ganz schön schlecht, aber die schlechte WM damals hat auch viel Positives im Nachgang bewirkt. Heute sind wir in ganz anderen Auftrag hier bei den Global Triathlon Awards. Bin ich hier im Auftrag von meinem Sponsor Ecoy und ich darf auch den besten Laufartikel sozusagen announcen. Und sind wir jetzt neugierig, wer bekommt den? Tatsächlich weiß ich das selber noch nicht und bin selber mal gespannt und ja, ist die erste Veranstaltung und bis jetzt ist es schön, viele, viele bekannte Gesichter. Aber du bist nicht erst heute angereist, was war schon unterwegs hier los die Woche? Ja, wie gesagt, durch Ecoy bin ich etwas länger hier. Wir haben jetzt die Partnerschaft ein bisschen erweitert, auch auf Bekleidung und war ein bisschen Fitting für die Klamotten und so weiter. Haben halt geschaut, dass das alles passt. Und ansonsten habe ich die Woche hier verbracht, um mich vor allen Dingen auch mit den Strecken des Ironman Nizza im September ein bisschen auseinanderzusetzen. Bin die Strecke einmal abgefahren, morgen werde ich sie wieder abfahren. Ich glaube, dass Streckenkenntnis im September hier wirklich sehr, sehr wichtig ist beim Kurs mit 2400 Höhenmetern, wenn er denn wirklich so kommt. Das ist ja immer noch nicht offiziell bekannt gegeben von Ironman. Von daher hauptsächlich auch dafür. Ein Kurs, der dir liegt in einem WM-Umfeld? Ja, ich gehe mal ganz stark davon aus. Die Kletterei sollte mir liegen mit meinem Mountainbike-Vergangenheit. Mit geringem Körpergewicht sollte das eigentlich mir liegen, muss man einfach schauen. Ich glaube, dass eine spezifische Vorbereitung sehr, sehr wichtig sein wird. Vor allen Dingen in Kombination mit dem anderen Rennen, was ich noch im Sommer mache, was doch irgendwie andere Ansprüche nochmal hat. Wird es auf jeden Fall eine sehr interessante Saison. Zwei Langdistanzen oder ich will ja drei Langdistanzen machen, aber zwei mit einem Hauptfokus, die halt so weit auseinander sind von ihrer Charakteristik. Es gibt Athleten, die hadern noch. Wie gehst du damit um, jetzt wo es schon seit einigen Tagen Gewissheit ist, dass die Ironman-Weltmeisterschaft genau hier stattfindet? Ja, das Hadern bringt uns nicht weiter. Ich glaube, man muss es einfach jetzt akzeptieren, wie es ist und nach vorne schauen und das Beste draus machen. Ich begrüße die Entscheidung nach wie vor nicht, aber es bringt ja alles nichts, sondern wir müssen jetzt nach vorne gucken. Wir machen das. Ich glaube, dass Nizza als solches einfach ein sehr, sehr guter Ausrichter einer WM sein wird. Ich versuche, mich auf die positiven Dinge zu konzentrieren. Das heißt, aus meinem familiären Umfeld zum Beispiel höre ich, hey, das ist super toll, endlich können wir mal eine Weltmeisterschaft hautnah erleben. Wir können anreisen, weil vorher war eben einfach die Distanz zu groß, das Geld natürlich auch immer noch ein Faktor. Von daher, ja, jetzt einfach das mal abstreifen und dann auf nächstes Jahr vielleicht in Kona wieder freuen. Was bedeutet das, dass die WM dann auch deutlich früher ist als normal? Das ist tatsächlich nochmal eine interessante Herausforderung. Ich habe dieses Jahr mit dem Ironman Israel auch einen Wettkampf gemacht, der relativ nah an Hawaii dran war und damit ja offensichtlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Von daher bin ich da gar nicht so kritisch. Sind, glaube ich, wenn ich mich nicht verzählt habe, sind es 8 Wochen zwischen Rot und Nizza, womit ich natürlich jetzt auch schlau, wie ich bin, verraten habe, wo ich starte. Das musst du rausschneiden. Genau, und von daher sollte das eigentlich passen. Ja, wunderbar. Das gibt, das gibt aber auch die Chance, hinten raus noch was anderes zu machen. Aber ja, noch steht ja auch nicht die PTO-Tour in voller Größe. Die muss ich jetzt auch irgendwo einzwängen. Da ist es ja auch wahrscheinlich, dass noch was Größeres hinten raus stattfindet, nach der Ironman-WM. Ja, so was ich bis jetzt gehört habe, gibt es ja nur 100 Kilometer Rennen bei der PTO nach wie vor dieses Jahr. Es war ursprünglich mal angedacht, dass auch längere Distanzen in diesem Jahr schon angeboten werden. Nach meinem Kenntnisstand soll das dieses Jahr nicht stattfinden und von daher kann man diese Rennen, wenn sie denn in den Trainingsaufbau passen, schön einfügen. Ich werde auf dieser Streckenlänge nicht mehr der Beste der Welt, das ist mir klar. Ich bin ganz klar einfach mit dem Fokus auf der Langstrecke, 100% mit Leib und Seele Langstreckler. Von daher kann ich diese PTO-Rennen, wenn überhaupt, als Formboost nehmen und mitnehmen. Aber dass ich darauf jetzt spezifisch einen Fokus legen würde, das wird eher nicht passieren. Wie müsste man anders trainieren, um auf der Distanz ganz weit oben zu sein? Ich glaube, in meinem Fall müsste man einfach mal 10 Jahre jünger sein. Und natürlich ist es einfach
von der Distanz her, es ist ja fast nur ein Drittel so lang in der Gesamtzeit wie ein Ironman und von daher natürlich härter trainieren, kürzere Distanzen, V2 Max bekommt einen ganz anderen Stellenwert und kürzer, härter würde wahrscheinlich dann die Trainingsphilosophie sein. Gibt es denn grundlegende Unterschiede im Training für Hawaii und Nizza? Muss man andere Dinge mehr fokussieren und kann dafür bestimmte Dinge weglassen? Absolut. Ich denke auch in jeder Disziplin. In Nizza kann es gut sein, dass wir ein Neoprenschwimmen haben werden. Im September ist vielleicht das Meer schon etwas kühler. Die Radstrecke brauche ich nicht weiter drauf eingehen. Das ist einfach ein komplett anderer Schnack als das, was wir in Kona haben. Und beim Laufen genauso. Die Laufstrecke in Kona ist Rolling, natürlich auch durch die Hitze sehr stark beeinflusst. Und Hitze haben wir hier eventuell auch, natürlich deutlich weniger Luftfeuchtigkeit, aber einfach gar keinen Meter zu klettern. Also das heißt super flach und wahrscheinlich einen Tick schneller. Und von daher muss man dann natürlich in der Spezifität einfach im Training auch eingehen. Zum Beispiel habe ich geplant, dass ich mich unmittelbar vor Nizza auch in St. Moritz in den Bergen eben spezifisch vorbereiten werde, da viel Zeit einfach auch in den langen Anstiegen verbringe. Flachlaufen, ja, ist für mich ehrlich gesagt auch eine etwas größere Herausforderung als das leicht rollende Terrain. Das liegt mir etwas mehr. Von daher, ja, ist es, glaube ich, wichtig, seine Potenziale zu kennen und daran zu arbeiten. Aber eine spezifische Vorbereitung, die sich komplett von Kona unterscheidet, ist auf jeden Fall vonnöten. Kann ein Patrick Lange auf einer komplett flachen Laufstrecke 2023 nach einem harten Radfahren denn noch schneller laufen als in Israel 2022? Ich würde auf jeden Fall gerne die 2,30 knacken, wenn du mich so fragst. Das ist ein gutes Schlusswort. Dem können wir, glaube ich, nichts mehr draufsetzen. Vielen Dank, Patrick Lange. Ja, ich danke dir.